Ihr lieben waschsüchtigen Waschbären da draußen an den YouTube-Empfangsgeräten. Du denkst wahrscheinlich, ich habe dieses schmutzige Baumhaus tief im Wald gebaut, weil ich mich gehen lasse. Aber eigentlich liegt es daran, dass ich nach dem Missing Link suche. Das Problem ist, während ich auf der Suche bin und manchmal sogar mitten in der Nacht, kommen Witzbolde den ganzen Weg hierher, machen laut unirdische Geräusche und schmeißen stinkenden Schlamm umher. Jetzt bin ich ein paar Mal die Stufen hinuntergerutscht und über die Kante gefallen. Natürlich habe ich Reflexe wie ein Mungo, also lande ich immer auf meinen Füßen und breche mir nie die Knochen. Aber es ist wohl trotzdem Zeit, das Haus einmal abspritzen zu lassen. Dankeschön, Hunter. Bitteschön, da sind wir schon. Aber das ist wunderschön. Na, ich weiß nicht, ob das schon. Das ist ja nicht mehr schön hier. Schau mal, wo ich bin. Ich sehe schon, ja. Wie bist du da? Ach, hier. Da gibt es überall Treppen. Also das ist ja wunderschön hier, muss ich echt sagen. Wir sollten das alles putzen. Gefällt mir ja super. Na, wir. Wir werden dafür bezahlt übrigens. Das können die nicht mit Geld aufwiegen. Aber ich finde das toll hier. Also ich finde das schön. Ja, super. Das macht mir doch gleich Spaß hier zu putzen. Ich habe auch schon was fertig, siehst du? Leute, da gehe ich am besten runter, oder? Genau, ich fange oben an und arbeite mich dann runter und du vielleicht von unten nach oben, weiß ich nicht. Naja, aber lauf doch einmal durchs ganze Baumhaus, damit alle sehen, was hier eigentlich genau geboten ist, weißt du? Ich muss erstmal das Warnschild putzen hier, ja, das ist erstmal wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, das Warnschild, jawohl. Weil damit die Leute auch wissen hier, also bis hierher und nicht weiter. Genau. So. Private Property. Robby, ist doch schon sauber hier, oder was ist hier los, Leute? Was ist denn hier los? Also ich finde, das ist überhaupt nicht sauber hier. Jetzt. Aber gut, Olli und ich haben da vielleicht eine unterschiedliche. So, genau. Wir haben ja, ich war ja gerade schon oben. Hier sind überall Kameras. Bist du mal drumherum gelaufen, überall? Na klar. Ja? Oh, wir haben drei Gerüste hier. Ja, erschreckend. Ein riesen Ding. Kann ich nicht ein schönes Foto machen irgendwo? Mach doch mal ein schönes Foto. Ich mach mal einfach mal ein schönes Foto. So. So, Foto gemacht. Hier hinten ist ein Zettel. Was steht denn da? Oh, da komme ich gar nicht ran. Das ist ja fies. Lost Cat. Ist ja die Katze, wird immer noch gesucht vom Bürgermeister hier. Oh, die arme Katze. Ja. So, wo fange ich denn hier an? Ich habe keine Ahnung, Leute. Es ist schwierig, du weißt einfach nicht, wo du hier anfangen sollst. So. Dann machen wir das hier. Keine Besucher erlaubt. Jawohl. Haben wir verstanden. Wir sind ja auch zum Putzen hier. Komm, hier noch ein Ritzchen, bitte. Na, siehste. Geht doch. Es geht voran. Ist eigentlich schon fertig. Stay out. Ja, ja, so gut wie. Eigentlich schon durch, ja. Nehme ich das auch gleich mit von der Seite hier vielleicht ein bisschen? Eieieiei. Leute. Wer hat das hier alles voll gespritzt? Aber echt. Welche Schweinchen waren denn? Eine Ferkelbande war das. Die haben ja alles beschmutzt. Keep away. Du bist aber ein garstiges Schild. Aha. Geht doch. So. Dann mache ich mal. Ich mache mal hier den Rand. Ich halte mal den Rand, ja? Halt mal deinen Rand. Schön putzi-putzi machen. Schön putzi-putzi? Mhm. Eine Spielplatzeinfassung. Ist das zu fassen? Aha, aha. Ja. Ich hoffe natürlich, dass das nicht auch von innen ist. Also ich habe hier oben schon geguckt, hier kann man nicht reingehen. Das ist ja doof. Ich bin ganz froh drum, ehrlich gesagt. Ah,
Ei. Du hast gesagt, wir sollen das Baumhaus nehmen für diese Folge. Du wolltest die Toiletten machen. Ich finde Baumhaus schöner als Toiletten. Na, ich weiß nicht. Ja, Toiletten hätten wir auch wählen können. Das hätte sich wahrscheinlich mehr gelohnt. Die Toiletten? Nein, ich weiß. Juhu. So, die Reifen. Reifen? Ich habe Reifen, ja. Das ist ein Baumhaus mit Reifen. Da kann ich ja nichts. Ich habe einmal Wegroller hier, ne? Das kann sein, wenn ich die Reifen geputzt habe, sind die natürlich wieder rollfähig. Mosi. Ja, also Dreck ist es hier oben nicht, das ist schon Moos, ne, was hier auf dem... Ja, das ist hier. Ja. Ekelhafteste Art und Weise hier. Nein, jetzt übertreib's mal nicht, ja? Ich bin eben Profireiniger. Ja. Komme ich schon ganz schlecht vor, weißt du? Aber das musst du nicht. Das Dach ist immer ein bisschen, ne? Kompliziert. Ja. Das dauert eigentlich bei allen Häusern immer am längsten, weil es einfach große Flächen immer sind. Und das Schöne ist, das spielst du auch im Singleplayer, ne? Ja, das spiele ich im Singleplayer auch. Zum Runterkommen. Zur Entspannung. Nach der Arbeit zum Runterkommen. Ja. Aber ne, ich bin ja hier. Ich habe keine Lust, allein zu putzen, deswegen helfe ich da nicht mit. Sondern Dani bei mir. Genau, so ist das. Ist viel besser. Nein, ist ja auch schön, wenn es solche Spiele auch für Koop gibt. Gibt es eh viel zu wenige. Ja. Simulatorenmäßig ganz wenige. Ja, also wir würden ja viel mehr spielen, aber es gibt halt echt nicht so viele Simulatoren. Außer euch fällt natürlich mal was ein und lasst es gerne los. Ja. Wir sind dafür alles offen. Also, wie gesagt, es macht uns ja auch Spaß, so Simulatoren zu spielen. Man kann ja nicht immer nur Krieg machen, ne? Das ist ja so. Aber es macht aber Spaß. Macht auch Spaß, ja. Aber ist halt. Man braucht manchmal auch was zum Ausgleichen. Mit anderen Kanonen schießen, meinst du? Genau. Ja, es muss ja jetzt nicht putzend sein, aber es gibt ja so viele Simulatoren. Und aber die meisten halt leider nicht im Chor. Das ist tatsächlich so. Das stimmt, ja. Ja, da habe ich mir ja wieder Dinge ausgesucht hier, Mann. Junge. Rostiges, kantiges Moos. Ja, frag mal hier, ich habe hier so ein Teil auf dem Dach, was aus Metall ist. Das ist gar nicht witzig. Also witzig ist was anderes. Ja. Trifft jetzt nicht ganz meinen Humor. Aber wir werden ja dafür bezahlt hier, weißt du? Ja, du, ich bin ja bloß der blöde Azubi, weißt du? Ja, deswegen hast du ja deine eigene Putzfirma gegründet. Ja. Als Nebenjob. Ja. Damit auch mal ein bisschen Kohle in die Kasse kommt, weißt du? Kann er nicht. Meine. Nur... Ja. Du musst ja auch was für deine Rente tun. Na klar. Das ist ja mies hier, ey. Kleine Kanten und Ritzen und... Oh. Ich habe hier die Dachkappe, ne? Das ist die Kappe auf... Ja. Und die ist aus Metall. Das ist ja ekelhaft. Und die ist halb verrostet, halb vermoost. Das
so. Ja, warum einfach, ne? Ja, nee, das ist ja auch langweilig, ne? Ja. Dafür bin ich ja in unserer Firma der Dachprofi. Richtig. Einer muss es ja sein. Ja. Und da ich keinen Bock auf Dächer habe? Weil du Höhenangst hast? Genau. Höhenangst, Flugangst. Eigentlich habe ich vor allem Angst. Nein, das stimmt gar nicht. Hast du gar nicht. Ich habe ja irgendwie Angst vor Clowns. Was mir aber hier auf dem Dach nicht so wirklich... Ja, das ist ja egal, ne? Da sind nicht viele Clowns. Das sind nicht so viele davon. Ne? So. Es hält sich in Grenzen hier oben. Wenn da Clowns wären, da würde ich mir Sorgen machen. Ich mir erst. Könntest dein Haus aber auch alleine machen. Das ist gar nicht mein Haus. Naja. Das wollte ich dir nur mal so sagen. Ne? Das ist hier nur ein Auftrag. Geht hier einfach wieder nur um Profit. Immer nur Geld, Geld, Geld. Ja, furchtbar. Es geht immer nur ums Geld. So, wie viele Sternchen haben wir denn schon? Wann können wir uns denn den geilen Oberhammer? Haben wir dann auch schon genug Geld? Also man braucht ja hier tatsächlich, habe ich jetzt auch erst gemerkt, nicht nur Geld, sondern auch diese Sterne. Erfahrungspunkte sind es, ne? Genau. Oh. Hört, hört. So, die Dachkappe war das, die Dachkappe. Hast du gut gemacht? So, ne? Kurze Pistole. Ich habe nämlich eine ganz kurze Pistole. Leute nur von dir denken. Ja, ja. Muss mal vorsichtig sein mit solchen Sprüchen, ne? Ich meine natürlich hier so eine Wasserpistole, ne? Klar. Aber die hat dann halt auch richtig schön Druck. Klein, aber oho, ne? Ja, ja. Herrlich. Kommen wir doch voran hier. Sehr gut. So, dann haben wir das schon mal. Schon eben hier oben drüber. Moment. E wie Emil. Was ist denn heute deine Lieblingsdüse? Mit welcher kommst du gut klar? Heute ist die gelbe wieder mal. Ne? Es ist irgendwie immer die gelbe. Also ich habe für den Giebel oben auch die gelbe benutzt, aber fürs Dach an sich reicht mir tatsächlich die grüne, habe ich jetzt gemerkt. Ja. Na, hört, hört. Aber hier könntest du natürlich mit Holzreiniger richtig lospusten. Ja, naja, ich habe hier kein Holz bisher gehabt. Ach so. Ich hatte jetzt Metall und das Dach ist universal. Na sowas, na sowas. Uiuiui. Aber das ist echt ein Großauftrag. Wie viel Geld gibt's dafür? Weißt du das? Auswendig zufällig? Kann ich dir sagen. Außen 550. Was? Nur so wenig? Ja, Mindestlohn, weißt du. Ja, das hört sich an wie Mindestlohn. Da gibt es nicht mehr hier rauszuholen. Das wird ja hier
ein Spaß für alle. Ja, aber wenn es dann wieder fertig ist, das ist ja das Schöne, deswegen spiele ich es eigentlich auch alleine. weil wenn es dann fertig ist, man ist dann so stolz irgendwie. Oh, schau mal, wie schön das jetzt ausschaut. Ja, da kann man ja auch stolz sein. Ja, und das ist echt was zum Runterkommen, man möchte es gar nicht glauben. Hier war ich ja schon überall. Hat irgendwas Beruhigendes. Ja, ja klar, der Rausch vom Wasser und so ein bisschen. Mhm. Ach so, den Rausch meinst du ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, der auch, der auch. Der Baum hier? Nee. Den Baum müssen wir nicht putzen selber, siehst nee. Du? Nee, ist ja gut. Gott sei Dank. Das wird so eingeweicht, das Baumhaus, das wird dann einfach runterklappen, wie so ein, ja, genau. Wie so ein nasses Stück Pappe. Platsch. Aber wir sollten es abkärchern, haben sie gesagt. Ja, die haben gesagt, hier, ne? Lege mit los. Wasser abgespritzt, haben sie gesagt. Ich habe es genau gehört. Ja, habe ich auch gehört. So steht es auch in der Auftragsbeschreibung. Ja, ja. Spritz hier rum. Vielleicht haben sie sich da gar nicht so Gedanken drüber gemacht, was passiert, wenn man das mit Wasser hier... Jo. Dann hätten sie andere Leute buchen sollen. Ja, ja. Wir haben halt nur das. Wir haben nur Wasser. Mann. Aber es gefällt mir auch in dem Spiel, dass halt wirklich die Sachen, die man so reinigt, immer wieder andere sind. Und auf die Idee muss man erstmal kommen, so ein Baumhaus zu machen. Meine Güte. Ja, ja. Das ist richtig, ja. Die sind halt kreativ, die Buben und Mädels. Ja. Ich meine, du hast ja auch vor kurzem noch einen anderen Cleaner gespielt. Da war das ja nicht so. Da war es eigentlich immer dasselbe. Naja, Pulse. Ja, Pool, aber da gab es halt nicht großartige Unterschiede. Fand ich ein bisschen schade, weil... Ja, das ist richtig klar. Aber wenn ein Spiel Pool Cleaning Simulator heißt, dann... Ja, aber es gibt halt auch so verschiedene Pools, weißt du? Das ist ja nicht ja... Ja. Das sind schon mehr als zwei. Ja, eigentlich. Naja, sobald es da ein Update gibt, werde ich natürlich die weiteren auch angucken. Genau. Achso, das war ja noch ein Early Access, ne? Das, ja, ja. Das war ja noch... Ja, ja. Gut, muss man vielleicht da auch noch... zur Verteidigung sagen. Irgendwo hänge ich hier fest. Jetzt macht's bling, bling, bling. Juhu. Aber nur bei mir. Nein. Bei dir auch? Hat gerade ein Dach auch bling gemacht, so ist es nicht. Aha. Also, ein Teil vom Dach habe ich gerade fertig. Du traust dich was. Ja, ne? Sowas Freches aber auch. Ja. So, wo haben wir denn hier noch was? Da war da noch irgendwas. Da ist ganz viel noch irgendwo. Ja, das weiß ich auch. Ich meine jetzt hier unten vom Dach. Dachbekleidung? Auch noch. Von oben mit abspritzen, aber die wird unten weitergehen, denke ich mal. Wahrscheinlich, ja. Aber es ist ja so schön hier im Park arbeiten, weißt du? Ja, frische Luft. Ja, schöner wie in der Stadt, ne? Das ist richtig klar.
bei so einem Feuerwehrhaus oder so. Ja. Das kann auch Stunden dauern, ne? Ja. So ein Häuschen. Na, hier ist halt viel verwinkelt, ne? Hier ein Treppchen und da ein Gitter und dann. Das sind natürlich bei den Sachen, so große Flächen sind nicht so. Aber beim Feuerwehrhaus, dieses Rot, die ganze Zeit auf das Rot stand, fand ich halt ganz furchtbar irgendwie. Das ist nicht so meins. Das war leicht anstrengend. Ja. Naja, ich bin gespannt, was noch alles kommt. Ja, ich auch. Und auf die Toiletten bin ich auch gespannt. Also was wir ja auf jeden Fall noch machen, also wir haben ja schon mal jetzt einmal so einen Sonderjob gemacht mit dem Mars-Auto. Ja. Genau, also was wir auf jeden Fall machen werden, sind die ganzen Tomb Raider-Sachen. Na klar. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber Olli, das ist ja nur der Chef, ja? Ja. Sagt, wir machen zuerst das hier. So. So, der Hunter Load schreibt, wenn du möchtest, kann ich dir ein paar Fakten zum Missing Link geben, basierend auf dem, was ich bisher gefunden habe. Auf was? Missing Link will er uns ein paar Fakten geben hier. Was will er denn von uns? Was ist ein Missing Link? Frag mich nicht. Er scheint stolz drauf zu sein. Doch immer mit ihnen. Ich schreibe gar nicht mit denen. Die sollen mich in Ruhe lassen. Der hat nicht mal meine Nummer. Wie erreicht er dich dann immer? Das weiß ich nicht. Geht hier. Was? Scheiß, das ist einer von der NSA hier oder so. Die haben irgendwie alle meine Nummer. Ja. Ich habe sie keinem gegeben. Warum? Keiner hat sie bekommen von mir. Alle haben sie. Da hat doch irgendjemand, ne? Ja, gespammt. Irgendwie hat er... Ja? Irgendwas ist da im Internet, im Darknet aufgetaucht hier von meiner Telefonnummer. Und seitdem belasten die mich hier alle. Junge, Junge, Junge. Bing. Warum machst du immer Bing? Das ist das Dach. Ist da unten eigentlich nochmal irgendwo Dach oder ist das hier oben das Einzige? Ich glaube, das Einzige. Also würde ich jetzt mal straff behaupten, ich weiß nicht. Ich bin im Erdgeschoss. Ach so. Da bin ich tätig, spritzend und sprühend. Was hat es denn eigentlich mit den Gartenzwergen auf sich? Weiß das irgendjemand von euch? Ja, das wäre mal interessant. Oder ist das einfach nur ein Gag? Ja, weil ich habe hier oben nämlich, also vielleicht magst du mal kurz zu mir aufs Dach kommen. Oh, da musst du warten, weil ich sonst... Ne? Ah, oh, ja klar, das läuft weg. Ran, ich ne? Dann habe ich vergessen, ja, wo ich war und dann bin ich völlig durcheinander und dann gehe ich wieder in die Embryonalstellung und weine die ganze Nacht. Weißt du, wie es ist? Ja, ja. Aber ich komme mal hochgucken, ne? Nicht, dass du hier traurig bist jetzt. Natürlich bin ich traurig, wenn du mich ignorierst. So, wo bist du denn? Na, hier oben auf dem Dach. Was machst du da? Kommen Sie mal hier auf die Treppe. Ich komme nicht hoch, ich bin zu dick. Na, gehen Sie doch mal. So, ich bin da. Und jetzt schau mal da drüben hin. Ja, das ist ja schön. Nein, siehst du den? Ja. Den Zwerg. Den sehe ich. Da oben drin liegen. Schläft da? Genau. Weiß einer von euch, was es mit den Zwergen auf sich hat? Ich komme jedenfalls nicht ran. Nee, habe ich schon versucht. Na toll. Super. Hätte ich dir auch sagen können. Wo geht's denn hier runter? Ach, hier. Aber mich würde es halt interessieren, ob es irgendjemand weiß. Hm. Vielleicht hätten wir schon die ganze Zeit irgendwas Bonusmäßiges sammeln können, weißt du? Und haben es nicht gemacht. Ja. Hätte Fahrradkette. Ja. Weil du als Chef dich halt nicht richtig informiert hast vielleicht, weißt das du? Das kann sein, ja, ja, ja. Warum reinigst du einfach das Dach? Weil ich es kann. Da haben wir noch was. So. Ach, wie schön. Ach, wie schön.
So, habe ich das jetzt von der Seite hier erwischt, alles? Nee. Nee. Natürlich nicht, war ja klar. Ein weißes Dach, das ist ja auch hübsch, weißt du? Das ist ja auch hübsch. Absolut. Kann man machen, ja. Ja, hat was. Hat was, hat was. Ich habe hier ganz komische Geräusche. Die behalte dann mal da bei dir unten. Aber echt? Ich möchte die nicht haben hier oben. Hier oben ist außerdem die Luft viel besser. Ja, das ist richtig klar. Du bist ja auch höher. Ja, deutlich höher. Mhm. Was ist denn das hier eigentlich? Ist es ein Restaurant oder was? Was oder ich weiß nicht. Einfach nur ein Haus oder wohnt hier jemand? In erster Linie auch würde ich sagen ein Haus. Dach ist fertig. Juhu! Aber wer hier wohnt? Das weiß man nicht, ja. Wahrscheinlich. Das ist ja. Ist doch irgendwo ein mittleres Trägerding? Ein Trägerding. Ein Trägerding? Mhm. Manchmal ist es ganz erstaunlich, was unter dem Dreck eigentlich ist, gell? Mhm. Fehlt noch ein Mü. Ein Mü-Mü? Mü-Mü. So. Tralali und Hopsasa. Gleich mit Hopsasa, jetzt übertreib's mal nicht, gell? Aber das sieht doch schon hübsch aus. Ja, also hier oben auch. Wir wissen schon, warum sie die Profis geholt haben. Ja. Ist irgendwo eine Eule. Ja. Die Eule ist doch vor schön. Sich hin. Eule vor sich hin. Langsam bin ich zu kurz hier. Na, du hast doch einen Aufsatz. Ja, aber ich habe irgendwie die Zweifel daran, dass der so richtig gut funktioniert. Ich weiß noch nicht. Der Aufsatz? Mhm. Doch, doch, der funktioniert. Ich habe das ja jetzt im Einzelspieler auch schon mal ausprobiert, ne? Und du kommst mit dem tatsächlich deutlich weiter. Hm. Nur wenn der nicht einen Bären aufbindet. Nein, mache ich gar nicht. Sicher? Mhm.
werden hier nämlich gefilmt. Was? Wer filmt uns denn? Na hier, sind 1000 Kameras, haben sie hingestellt. Hast noch gar nicht gemerkt, ne? Mhm. Big Brother. Ist watching. Mi. So. Das ist ja wirklich der Wahnsinn hier. Na, so schön. Komme ich denn da von hier unten? Komme ich doch gar nicht ran, oder? Diese Riesenfläche hier. Was machst du schon wieder so? Ja, wenn du wüsstest, was ich hier für Flächen machen muss. Ja, was denkst du, was ich für Flächen machen muss? Na. Und ich bin nur Azubi, weißt du? Ich habe die schlimmsten, größten Flächen von allen. Das stimmt gar nicht. Die hab nämlich ich. Na. Niemals, niemals nicht, weil das ist ja der Wahnsinn. Baumhaus. Aber wenn das fertig ist, dann sieht es richtig toll aus. Mhm. Das glaube ich noch nicht. Doch, doch. Und wir sind erst bei 32%. Ah. Oh, es könnte vielleicht noch ein bisschen dauern, bis wir fertig sind. Aber wenn wir fertig sind, dann ist es wirklich schön. Dann sind wir fertig. Fix und fertig wahrscheinlich. Ja. Ich glaub's ja auch. Jetzt denn die noch längere Verlängerung? Extra lange Verlängerung. Jetzt, da war er. Ich wollte doch nur die Wiese drehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Verlängerungen nicht irgendwie was taugen. Schon wieder? Hast du das nicht eben gerade schon mal gesagt? Ich möchte es nur noch mal anmerken. Ach so, naja. Also ich glaube schon. Oh, da ist ein Wasserfall. Das ist ja hübsch. Ja. Ich glaube, ich muss mal den Quatsch hier wegstellen. Damit ich ja ordentlich rankomme. Ja, mach das mal. Weil danach kommst du wieder irgendwo nicht ran und dann sagst du wieder, ich war schuld. Ja, das ist ja sowieso erstmal Fakt. Weil einer muss schuld sein und ich. Ja, du bist der Chef. Ich bin unschuldig geboren. Ich bin vage, wir sind sowieso, ne? Von Haus aus unschuldig. Ja. Glaube ich dir nicht, so? Auch ich schon. Also ich würde es mir glauben, hätte ich es mir erzählt. Ich würde ja gern mal diesen Holzreiniger testen. Ja, dann mach doch. Hast du schon mal einen getestet? Nein. Ich habe bisher nur mit Universal und Metall gearbeitet. Aber wenn du hier den nicht testest, wo denn dann? Ja, eben. So, Missing Link Fakt. Sie werden manchmal Bigfoot genannt, weil sie einen großen Fuß haben. Ein bisschen wie der eines Bären. Der andere Fuß ist klein. Du warst schon weg. Komm. Weil habe ich doch so schnell gelesen.
Wollen die vielleicht uns sagen, dass hier irgendwas, so ein Tierchen kommt oder was? Also ich habe hier noch nie ein Tier gesehen, außer die Katze vom Bürgermeister. Du hast die gesehen? Ja, aber jetzt hier aktuell nicht. Du weißt, dass die überall suchen, oder? Ja, ja, aber ich sag dir nicht, wo die ist. Geht die gar nicht an. Das ist mein Geheimnis, das nehme ich mit ins Grab. So. Das jetzt viel bringt hier. Ich weiß nicht. Ich krieg einen Drehwurm. Ich weiß nicht. Das Grundstück ist verrückt. Ah, ja, wir haben auch viele hilfreiche Tipps bekommen zu dem Spiel hier. Ja. Mit der Übersicht und so weiter und so fort. Ne? Oh ja, die Übersicht, super. Oh, habe ich gleich genutzt. War klasse. Tatsächlich kann man das anklicken und dann blinkt es sogar. Sehr gut. Ja. Genau das Richtige. War, genau, das war ein Wahnsinnstipp, muss ich echt sagen. So. Habe ich nämlich allein den Skaterpark ja gemacht. Mhm. Und dann stand da, es fehlt die Wand. Da hatte ich doch irgendwo bei der Wand was übersehen. Und wenn man dann auf Escape drückt und dann in der Übersicht nochmal das anklickt, wo dann steht 99%, also da fehlt ja wirklich nur noch irgendwo ein Eckerl, dann, und dann wieder zurück ins Spiel geht, dann blinkt das, was man tatsächlich übersehen hat. Ja, Wahnsinn. Und zwar nicht nur der Fleck, sondern das ganze Teil blinkt da. Also das ist wirklich super. War ein ganz, ganz toller Tipp, ehrlich. Mhm. Weil man sucht sich ja manchmal schon echt dumm und dämlich, gell? Das muss man ja schon sagen. Da musst also du erstmal drauf kommen, ne? Ja, ja. So, was ist mit dir, Rahmen? Du willst nicht, oder was? Du willst nicht? Du willst nicht und die Hochzeit war so teuer. Geht doch. Geht doch. Das sieht ja alles schick aus, hä? Sollte man meinen, ja? So, jetzt brauche ich echt das Höckerchen. Höckerchen. Komm dazu. Ein bisschen Hocker. Na, was machen Sie für einen Lärm da oben? Na, ich brauche das Höckerchen. Aber können Sie nicht Ihren Daumen dazwischen halten, dass nicht so knallt? Nein, kann ich nicht. Na, immerhin haben wir schon 48%. Prozent. Ja, ne? Das ist doch schon, ne? Nichts fast. Aber... Die Motivation steigt. Weil wir schon 49% haben. Vertikale Hausverkleidung. Mhm. Ja, ja. Das ist ja. Das ist ja. Weil nämlich, wenn nicht. Vertikal, ja, dann. Ne?
sprechen wir hier nämlich zusammen. Ne? Ja, richtig. Und das ganze Baumhaus. Nicht, das kann man nein. Nicht nein. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Nachdem ich ja oben bin, fällt alles auf dich drauf. So. Oh mein Gott, sag doch nicht sowas. Ja. Haben die Leute doch Angst. Ich bin hier irgendwie festhängt. Warum habe ich jetzt Hunger auf einen Döner? Das weiß ich nicht. Da kann ich dir das nicht helfen. Weiß ich nicht. Das ist ja verrückt. Warum hast du Hunger auf einen Döner? Weiß ich nicht. Ja, ist jetzt gerade schlecht, oder? Das ist ungünstig, ja. Gerade. Wie schön. Das sieht doch alles schon schick aus. Ja, das sieht wunderschön aus. Wunderschön. Mit Wasserfall und allem drum und dran hier. Ja. Immer der Fensterrahmen, der ärgert mich jedes Mal. Guck mal, hier ist doch noch irgendwo. Liegt das an dem Außenteil hier? Sicherheit. Na. Also. Ganz viel. Nanina, nanu? Na was? Was? Noch so viel angeblich. Also angeblich ist da noch viel. Ach ja. Hast du das Angebliche gefunden? Ja. Also angeblich schon. Mensch. War das jetzt da? Ding, 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 ding. Ja, ganz schön oft Ding, Ding, Ding bei uns. Ja. Naja, das sind die ganzen Kleinteile, ne, die da vor sich hin wabbern. Ja, ja. Irgendwo. Hat das Ding auch eine Bezeichnung? Oberes Deck Randträger. Sowas? Noch mehr sein irgendwo. Es ist immer noch mehr. Ja. Aber 53 haben wir schon, ne? 53, das kann uns keiner mehr nehmen.
Naja, doch, wenn die Kinder jetzt kommen und wieder Dreck hinschmeißen. Ja, dann erwische ich aber die, du. Also dann bin ich hier mit dem Hochdruckreiniger, stehe ich im Busch und warte auf die. Und dann spritze ich sie durch den Wald durch. Nie wieder, nie wieder. Da mache ich vorher Kirschsaft rein, verstehst du, das richtig schön klebt. Ja, ja. Richtig süßen. Oder Kakao. Dann lasse ich mir schon was einfallen. Jetzt ist da sehr kreativ. Mhm. Naja. Weil hier veräppeln und so lasse ich mich nicht, weißt du? Nee. Wäre ja noch schöner. Das geht gar nicht. Komm, mach bling bling. Danke. Maus, du bling bling diese. Das geht ja noch dahinter. Herrlich. Hallo? Was beobachtest du hier deinen Chef heimlich? Hm? Ich mal gucken, was du da machst, ey. Ja, nur Quatsch. Ist das der Mond da oben, der da scheint, oder soll das die Sonne sein? Ich glaube, das soll die Sonne sein. Dann habe ich bestimmt eine Sonnenbrille auf. Stimmt. Sonst könntest du ja da gar nicht einfach so reingucken. Ja, eben. Jetzt ist es ja. Müssen wir nachher mit Sicherheit nochmal mit der Rüstung rumrennen und gucken. Und von unten komme ich auch nicht überall ran. Mit der Rüstung? Gerüst meine ich. Gerüstungsgerüst. Das klang aber wie Rüstung. Geil, habe ich auch gedacht. Aber ich habe mir das dann nochmal überlegt, weißt du, in Ruhe drüber nachgedacht. Wir spielen eindeutig viel zu viele Shooter. Oh. Müsste erstmal die Finger ein bisschen kneten hier. Das ist ein Spaß hier. Ja, ich finde schon, dass das Spaß macht. Ding. Das ist völlig irre. Ding, ding, ding. Ups, Entschuldigung. Das ist völlig... Alles völlig irre hier. Ja, das stimmt. Wirklich verkeimt und verschimmelt und verschlammt und... Ja, ganz eklig. Ganz, ganz eklig. Wie die das geschafft haben, hier wirklich alles voll zu schmieren, das finde ich erstaunlich. Aber es ist sowas von erstaunlich.
4045. Was? An Geld habe ich. Ist ja schön für dich. Ja? Ja. Hast du nicht? Nee. Ich ganz allein hab so viel Geld in meinem Portemonnaie. Wird hier immer bar bezahlt. Wird hier immer bar bezahlt, weißt du? Aha. Ich dachte schon in Naturalien. Nee, dann würde ich ja hier Pizza, Eis, sowas, Bier. Das würde ich nehmen. Das würdest du noch nehmen. Ach, wie schön. Ach, ist das ein Stress. Ist das ein Stress? Jetzt geht's hier oben weiter. Uiuiui. Wie weit bist du denn schon? Ja. Ja, du bist aber nicht mehr im Erdgeschoss. Du bist schon einen Stock höher, oder? Ich bin schon ein bisschen höher gerutscht, ja. Ein bisschen halt. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das in dieser Folge schaffen werden, dieses Häuschen hier. Ich befürchte, nein. Aber das ist ja wirklich eine Mammutaufgabe. Ja, ja. Oh, Missing also Link-Fakt. Sie legen ihren Kot in Bündeln ab, ähnlich wie ein Wildschwein, mit dem sie offenbar eine identische Ernährung gemeinsam haben. Aha. Mhm. Oh, ich meine, ne? Weil wer es mag. Für wen das jetzt für Interesse ist, das ist natürlich... Oh. Das ist natürlich toll. Ähnlich wie Wildschweine. Die legen ihren Kot auch in Beutel ab. Das wusste ich jetzt nicht, aber na ja. Ja, gut, man lernt ja nicht aus. Ne? Ich meine, haben ja auch einen gewissen Lernauftrag zu erfüllen. Ne? Ja. Ich glaube ja, ich habe die beste Düse von allen. Glaubst du? Ja. Da glaube ich ganz fest dran. Irgendwo ist hier noch so ein kleines Mühl. Ja, wahrscheinlich hier. Da klingelt die Kasse hier. Hier. Die werden das doch gar nicht wiedererkennen. Nee. Ja, Wahnsinn. Ich sag's euch. Machen wir noch 6 Minuten, Leute, durchhalten. Genau, und dann teilen wir das tatsächlich heute das erste Mal auf, weil, also wir werden hier, glaube ich, nicht fertig, ne? Das hört ja niemals auf hier. Nee. Ich habe nicht mehr mit dem Boden angefangen. Die wollen uns hier ewig knechten und binden an das Spiel für immer und alle Zeiten. Und sie machen es gut, weil sie schaffen es. Ne? Ja, ja, aber was willst du machen? Du wirst ja, du hast ja auch den Zwang, das irgendwie alles fertig zu machen. Du kannst ja nicht so halbgar übergeben. Das
geht nicht. Ist auch gar nicht unsere Art. Wir geben immer 100%. Das ist halt so, ja. Natürlich. Es ist ganz schön moosig. Möchtest du vielleicht diese Aussage kommentieren, was du uns damit sagen willst? Nee, das ist so, ne, das ist, das weiß nur ich. Und so soll es auch bleiben? Ja. Nee, das ist das Passwort für alle meine Accounts. Achso. Ja. Ich hoffe wirklich, ich habe jetzt hier nichts vergessen. Nein, hast du nicht. Ich vertraue mir. Weil dann fange ich nämlich hier hinten jetzt mal an mit dem Boden. Ja. Boden und immer Geländer dazu, oder? Wie hast du das unten gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich habe einfach wild drauf losgespritzt. Hm. Das ist Olli. Ja. Immer wild, weißt du, immer wild. Das ist einfach keine Struktur dahinter. Nee, das ist einfach so. Gar nicht. Ich beherrsche das Chaos, weißt du? Ja, eben nicht, das ist es ja. Hab doch ein bisschen Vertrauen. Aber das Geländer muss man von außen dann auch noch abspritzen, oder? Also das reicht ja nicht von innen. Nö, alles komplett. Die ganze Show. Die wollen 100% hier, weißt du, dass wir alles geben, was wir haben. Gar nicht so nett eigentlich, ja? Nee. Ja, der ist ja verrostet, dieser Grill hier oben. Du sollst putzen und nicht grillen, ne? Ach so. Sag es doch. Ja, mach ich ja. Ich dachte, ich hau uns ein paar Hamburger drauf hier. Ach so, ja, wenn der Chef mal was ausgeben will, dann... Ja, hier, nö, jetzt nicht mehr. Du hast dich ja beschwert. Dann natürlich nicht. Die Rosti Edition von dem Grill hier. Die Rosti Edition? Ja, eindeutig. Da ist ja alles verkeimt. Nee, da möchte ich eh nichts dann drauf haben, bitte. Nee, jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich schon gemacht. Jetzt musst du es auch essen. Lecker. Aber wenn ich dann Lebensmittelvergiftung habe, gell, dann beschwer dich nicht, wenn ich dann krank geschrieben bin. Nee, eher Flugrost. Was ist denn der Griff jetzt hier? Das ist die Grilltrommel, okay. Hier wird nämlich getrommelt, weißt du? Nämlich gar kein Grill. Eine Trommel. Nee.
bekomme. Was denn für eine Ausrüstung soll ich hier platzieren? Wo bin ich denn jetzt dran gekommen? So. Oh, die ist ja hier unten völlig verrostet. So geht man aber nicht mit den Sachen um hier. Nee, das macht man nicht. Ich häng fest, ich häng fest. Mach doch sowas nicht, du musst doch nicht immer festhängen. Was war das? Ich habe nur das Ding gestellt. Na, ist auch so ein kleiner Bug, ne? Jedes Mal, wenn du das Ding umstellst, ja, springe ich nach oben. Ja, das ist genau, ist bei mir ja auch. Jetzt habe ich sie wieder hingestellt, die Leiter. Aber es nützt ja nichts, ich muss sie ja hinstellen. Auf und nieder. Kann sie jetzt nicht die ganze Zeit in der Hand tragen, weißt du? Doch, aus Respekt vor deinem Chef. Kann ich dann schon machen, aber dann kann ich halt nicht mehr putzen. Das musst du als Chef jetzt wissen, was du da lieber möchtest. Ich möchte nur Geld. Immer nur Geld. Zu deinem armen Azubi, verstehst du? Nur vom Feinsten hier bei uns. Grillbeistelltisch ist irgendwo, ist noch was. Hast du denn Holzreinigungsmittel jetzt mal ausprobiert? Jo. Und? Es geht. Es geht. Ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber... Okay. Es ist okay. Aber ich muss sagen, ich habe die Putzmittel eigentlich auch immer nur benutzt, wenn es also ganz dramatisch war, wenn eben so Graffiti dran war, was du nicht gleich weggekriegt hast, nur dann eigentlich. Mhm. Ansonsten geht ja das mit dem Wasser eigentlich auch ganz gut. Oder Tisch, sag mal. Hast du gerade den Tisch beleidigt? Ja. Es gibt so Dinge, die kann man nur beleidigen, weißt du? Dieser Tisch gehört dazu. Okay. Ich weiß nicht, wo der noch hat, weißt du? Zeigt mir wie immer auch nichts an. Muss nur noch ein kleines Fetzi sein. So a little Fetz. A little bit of Fetz? Mhm. Das ist ganz schön kurios. So Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge fertig. Ja. Denn wir haben jetzt eine Stunde voll. Wir sind ganz schön voll jetzt nämlich. Aber wir sehen uns dann wieder. Sowas von voll, das glaubt ihr gar nicht. In diesem Sinne, Abo und Like nicht vergessen. Und einen Kommentar vielleicht, einen coolen. Ah, Kommentare, da freuen wir uns immer sehr. Und da sehen wir uns wieder beim Baumhaus. Ist ja nicht normal hier. Nee, das hätte man jetzt auch nicht gedacht, dass es so lang dauert. Nee, nicht wirklich. Okay, tschüss. Tschüss.